Ja, hast du dich auch schon mal gefragt, wie du alles unter einen Hut bekommst? Kunden gewinnen, neue Teampartner rekrutieren, dann neue Teampartner ausbilden, Teampartner coachen, Zoom-Meetings, Calls mit deinen Partnern, dann Social Media und so weiter und so fort. Es ist ja einiges, was es zu tun gilt. Und wenn du dir die Frage gestellt hast, wie du es schaffst, das Ganze mal zu automatisieren, sodass du, ich sag mal, so in Anführungszeichen, die zeitfressenden ja, Aktivitäten auch ein Stück weit automatisieren kannst, dann möchte ich dir in diesem Video ja gerne einfach mal kurz zeigen, um was das es geht. Letzten Endes kannst du in deinem Business, in deinem Network-Marketing-Geschäft ja einen Großteil automatisieren. Und ja, wenn du neue Leads, neue Vertriebspartner, neue Kunden gewinnen willst, dann sind es im Prinzip, ja, ich sag mal, vier große Blöcke, die du benötigst. Und zwar hast du einmal hier vorne deine Content-Maschine, nenne ich es. Und das ist halt im Prinzip alles, was dir Aufmerksamkeit, Reichweite, ja, neue Besucher auf deinen Webseiten etc. Bringt. Ja, also das kann sein dann Facebook, LinkedIn, also komplett Social Media, Instagram, YouTube, ja, dein eigener Blog, ne? Also alles, was dir im Prinzip Reichweite und Aufmerksamkeit bringt. So, und wenn du es schaffst, Reichweite, Aufmerksamkeit zu erzeugen, dann leitest du ja diese Besucherströme auf dem zweiten Block sozusagen. Und das ist dann im Prinzip die Lead-Maschine. Ja? So, und bei der Lead-Maschine generierst du dann Leads zum Beispiel über ein Freebie, ja, über einen Workshop, über ein PDF, ja, über ein Webinar, über einen Videokurs, ja, also es gibt ja unzählige Möglichkeiten, wie du dann Leads generieren kannst. Das kann, ja, das kann aber auch hier zum Beispiel bezahlte Anzeigen sein, ja, dass du darüber Aufmerksamkeit generierst, diese dann eben halt auf einen sogenannten Lead-Magneten dann weiterleitest. Also das ist Nummer 1, dann das ist Nummer 2 und den Lead generierst du dann, ja, und hast dann quasi den Lead, ja, zum Follow-up sozusagen. Das heißt, du hast dann den nächsten großen Komplex und das ist die Sales-Maschine. Das ist also deine Verkaufsmaschine, ja. So, und in der Verkaufsmaschine ist im Prinzip deine Sales-Page, also deine Verkaufsseite. Das ist dein E-Mail-Follow-up. Das sind ja Termine, Calls und so weiter und so fort. Ja, also alles, was im Prinzip dazu führt, dass du einen Verkauf generierst oder neue Teampartner gewinnst. So, und darüber kommen wir dann in den nächsten und in den letzten großen Block. Das heißt, wenn du einen Vertriebspartner gewonnen hast, dann musst du diese Vertriebspartner ja auch einarbeiten und bestmöglich mit gleich hoher Qualität. Ja, und das ist dann quasi ja die Onboarding-Maschine. So, und hier kannst du verwenden zum Beispiel einen Videokurs, du kannst ja einen Mitgliederbereich verwenden, ja, du kannst ja wie so eine Art Checkliste ja verwenden, die du deinen Partnern zur Verfügung gibst etc. So, und jetzt ist das Gute, dass du im Prinzip viele ja, einzelne Bausteine automatisieren kannst. Das heißt, dieser Block, ja, ist im Prinzip komplett automatisierbar. Ja, außer ich sage jetzt mal hier, wenn du Live-Trainings, Live-Workshops etc. gibst, dann ist es halt in der Zeit, wo du halt den Workshop gibst, nicht automatisiert, aber alles andere lässt sich im Prinzip komplett automatisiert ausliefern. Das heißt, wenn jemand ja seine Kontaktdaten hinterlässt, Informationen anfordert, das kannst du komplett automatisieren. Dann die Verkaufsmaschine, auch hier E-Mail-Follow-up einmal aufsetzen. Terminkalender kannst du heute online abbilden, sodass, wenn jemand sich für einen Call mit dir interessiert, kann er dort einen Termin oder sie einen Termin ausmachen, bekommt automatisch den Link zum Zoom-Meeting-Raum oder zu deinem Meeting-Raum und ja, und kannst eben dementsprechend dann nur noch quasi in den Call dann reinspringen, ja. Auch deine Verkaufsseite oder wenn du über ein Webinar oder so verkaufst, das lässt sich alles
ja, automatisieren auch die Verkaufsseite, die wird halt eben einmal erstellt und kann dann dementsprechend ja 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche für dich arbeiten. So, und jetzt kommen wir dann zu dem interessanten Teil, ja, weil hier merke ich immer, dass viele ja den Fehler machen wollen, dass sie jedem immer ja alles zeigen. So, und jetzt zwei Dinge. Zum einen, es fehlt hier noch eine Komponente, ja, und das ist die Komponente Nummer 5 und das bist du. So, wenn, ich sag's mal so, wenn du nicht funktionierst, ja, dann, wenn du das falsche Denken, wenn du die falsche Einstellung der Sache gegenüber hast, dann werden auch die anderen Dinge nicht richtig funktionieren. Wenn du die notwendigen Fähigkeiten, ja, die du hier benötigst, dir nicht aneignest, ja, ist übrigens leichter, als man denkt, ja. Also wenn du zum Beispiel so einen kompletten Prozess abbilden willst, einen Funnel abbilden willst, dann kannst du dich einfach mal in Funnels anmelden, die funktionieren, und kannst einfach mal ganz genau schauen, was machen die auf der ersten Seite, was machen die auf der zweiten Seite, auf der dritten. So, und dann kannst du da deine Learnings daraus für dich in deinen Funnel implementieren. Also ist nicht so schwierig. Das heißt, das Einzige, was vorhanden sein muss, ist eben dein Wille, das Ganze auch umzusetzen. So, also das heißt, du bist eine ganz wichtige Komponente in diesem Spiel, aber du kannst es so gestalten, dass du deine Zeit halt wirklich nur da einsetzt, wo es dir auch Gewinn und Wachstum bringt. Ja, also gebe dir ein Beispiel, wenn du jetzt einen neuen Teampartner rekrutierst oder eine neue Teampartnerin, dann musst du ja nicht jeden Step jedem einzeln erklären. Ja, es gibt einfach Dinge, die müssen einfach umgesetzt werden, die kann man auch wunderbar mit einem Video erklären. So, und jetzt ist der Punkt. Und hier, und das ist das Schöne an der Geschichte. Ja, bei mir war es früher so, ich habe früher jeden gleich hier 1:1 in eine Einarbeitung reingenommen, bin mit jedem alles durchgegangen, ja, habe jedem erklärt, was zu tun ist. Das Endergebnis war das gleiche, wie es heute ist. Die einen setzen um, andere wiederum nicht, weil das nichts mit der Information zu tun hat, ja, sondern mit der Person an sich, inwieweit ja die Person eben den Antrieb hat, das Gelernte umzusetzen. So, das ist einfach so. Und dementsprechend kannst du jetzt hergehen. Und das ist das Schöne an der Geschichte. Du kannst zum Beispiel alles, was du jedem sonst immer einzeln erklären würdest, in zum Beispiel in einen Kurs oder in eine Mitgliederseite packen. Und kannst dann quasi das automatisch dann ausliefern an neue Teampartner, aber auch an deren Strukturen. So, und ja, und dann bist du im Prinzip da, um die Leute eben halt nur durch den Prozess zu führen, aber nicht immer um alles zu erklären. Und dann merkst du sehr, sehr schnell, ja, schon meistens nach dem ersten, spätestens nach dem zweiten Gespräch, wer von den Partnern oder von den Partnerinnen sind diejenigen, die auch wirklich wollen und umsetzen, und der Rest halt eben nicht. Ja, so sparst du dir super viel Zeit, super viel Arbeit. Also, lange Rede, kurzer Sinn. Leadmaschine lässt sich automatisieren, Verkaufsmaschine lässt sich automatisieren, und das hier lässt sich, also das Onboarding lässt sich auch automatisieren, auch wenn ich dir immer wieder empfehlen würde, die Leute trotzdem hier in diesem Prozess zu führen und natürlich für Fragen da zu sein, den Leuten einfach auch ein Stück weit ja zu helfen, aber immer in der Praxis, ja. Also wenn jetzt jemand kommt und sagt, ah, ich finde keine neuen Kunden, okay, dann kannst du hier in deine Checkliste in Anführungszeichen reingehen, kannst schauen, okay, wo steht die Person gerade, was wurde schon umgesetzt, was nicht, und dann kannst du helfen, die Probleme zu lösen, dass der nächste Schritt weitergehen kann, ja. Ganz andere Geschichte, wie wenn du jedem Neuen von Anfang an erklärst, was zu tun ist, wie es zu tun ist, etc. Musst du gar nicht, ja. So, und das ist das, und das ist die Sache. Und jetzt hast du sehr, sehr viel Zeit wieder, um dich auf das zu konzentrieren, um was es eigentlich geht, nämlich Content kreieren, ja, für deine Zielgruppe, für dein Team, diese weiterzuentwickeln, ja, und hast eben dann dementsprechend, und das lässt sich halt eben nur bedingt automatisieren, weil den Content, den musst du natürlich für dich erstellen, aber hier kannst du dich dann voll und rauf konzentrieren. Das ist das Einzigste, wo es dann drum geht. Bedeutet, du musst nur noch vollen Fokus draufsetzen, deine Reichweite zu steigern, bekannter zu werden, ja, neue Anfragen dementsprechend zu generieren. Alles, was dann passiert, ich sag mal hier ab dem zweiten Schritt, kannst du im Prinzip nahezu automatisieren. Okay? Gut. Hoffe, das hilft weiter. Freue mich, wenn wir uns im nächsten Video wiedersehen. Bis dahin, alles Gute, dein Oliver Schirmer. Ciao, ciao.